Landwirt Praxistest. Tiere, ein Name, der in Österreich bislang eher unbekannt ist. Eigentlich schade, denn die Mulcher des italienischen Herstellers haben einiges zu bieten. Für einen Praxistest stellte uns der Importeur Adam Klug ein Gerät aus dem Profisegment zur Verfügung, den Pantera Reverse 280. Dieser Mulcher hat eine Arbeitsbreite von 2,74 Meter. Die Zusatzbezeichnung Reverse kommt vom doppelten Anbaubock. Damit lässt sich das Gerät sowohl vorne als auch im Heck des Traktors einsetzen. Der Umbau geht schnell und einfach. Der hydraulische Seitenverschub ist, wie der gesamte Mulcher, robust ausgeführt und arbeitet ruckfrei. Die Kraft wird von der Zapfwelle kommend über das mittige Getriebe mit 5 Keilriemen auf den Rotor übertragen. Der ist das Herzstück des Mulchers. Bei unserer Testmaschine war er mit 120 mm breiten, extra langen Hammerschlägeln bestückt. Die zusätzliche Längsschneide macht sie besonders scharf, wie die Krallen einer Raubkatze. Daher vielleicht auch der Name Pantera, zu Deutsch Panther. Die spezielle Formgebung soll die Zerkleinerung und den Gutfluss verbessern. Ob sich das auch auf den Kraftbedarf auswirkt, haben wir nicht überprüft. Die gute Zerkleinerungs- und Saugwirkung können wir aber bestätigen. Um die Schlagkraft beim Mulchen von Maisstroh zu steigern, haben wir im Herbst zusätzlich einen Heckmulcher vom Typ TCL Pro 230 angebaut. Mit seinem hydraulischen Ausleger eignet sich dieses 2,26 Meter breite Gerät auch hervorragend für die Pflege von Böschungen und Straßengräben. Zusammen mit dem Pantera ergibt sich eine Arbeitsbreite von fast 5 Metern. Die Traktorleistung wird besser ausgenutzt. Mit der Kombination fährt man langsamer, das entlastet den Fahrer und schont die Geräte. Beide Mulcher waren mit derselben Rotorwelle und identischem Gehäuse ausgestattet. Letzteres ist doppelwandig und dank Hardox-Stahl besonders verschleißfest. Die Form hat sich Thierry patentieren lassen. Der Hersteller spricht von einer adaptiven Geometrie. Je nach Einsatzzweck lässt sich die Auswurföffnung mit der Stützwalze und einer verstellbaren Abstreifschiene öffnen oder schließen. Am Anfang sind wir mit geschlossenem Auswurf gefahren. Das Häckselgut bleibt länger im Mulcher und wird dadurch stärker zerkleinert. Bei viel organischer Masse steigt der Kraftbedarf und man stößt auch bald an die Durchsatzgrenze. Um die Leistung zu erhöhen, haben wir die Walze nach vorne und die Abstreifschiene nach oben geschwenkt. So kann das Häckselgut ungehindert abfließen. Durch den geringen Abstand zum Rotor hat sich auch die Bodenanpassung verbessert. Einziger Nachteil, der Mulcher wirbelt mehr Staub auf. Gut gefallen hat uns das gezackte Rad an der rechten Gleitkufe. Vor allem bei grobem, holzigem Material verhindert es Verstopfungen. Aber auch beim Einsatz in Maisstroh konnten wir eine positive Wirkung beobachten. Zu guter Letzt möchten wir noch die gute Verarbeitungsqualität erwähnen. Da erscheint auch die Preisgestaltung fair. In der von uns getesteten Ausstattung kostet der Pantera gut 8.700 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer. Für den Auslegemulcher verlangt Klug über 11.100 Euro. Unseren ausführlichen Testbericht mit allen technischen Details und Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 2 2018.